Baumarkt und wir kommen mit leeren Athleten in Berlin. Und hier in Berlin geht's ab. Ein Sturm unbekannter Stärke für diese Stadt. Solche Stürme erlebt man normalerweise an der Nordsee oder meinetwegen auch an der Ostsee, wo ich herkomme. Ja? Also schon irgendwie ein bisschen heimatlich. Das ist also mein Wetter hier so, mit dem ich aufgewachsen bin. Und heute denke ich, ja, heute plagt mich ein Gedanke die ganze Zeit, nämlich, wann werden Sie sich entschuldigen? Wann werden Sie um Verzeihung bitten? Wann werden Sie sich Ihre Schuld entledigen, die Sie mit sich herumtragen, dadurch, wie Sie mich behandelt haben, wie Sie mich bezeichnet haben, wie Sie mich runtergeputzt haben, wie Sie sich moralisch und ethisch versucht haben, über mich zu stellen? Wann werden Sie sich entschuldigen? Nicht ob. Wenn Sie das nicht tun, wird sich unter Ihnen der Boden öffnen. Sie werden direkt in die Hölle fahren und dort dem Teufel zu Diensten sein. Für die Unendlichkeit. Ihr ewiges Leben werden Sie in der Hölle verbringen. Diese Typen, diese Undemokraten, diese nicht sachkundigen Menschen, diese Menschen, die es darauf angelegt haben, die Menschheit zu spalten, in unterschiedlichste Gruppen einzuteilen, von denen manche ihnen gefallen und andere wieder nicht, und die es verhindern, dass wir uns zusammentun gegen die, die uns tatsächlich knechten, die uns entrechten, die uns berauben, die uns letztendlich töten werden. Hat der Bormann töten gesagt? Das ist die Konsequenz aus dem, was wir hier erleben. Gucken Sie sich mal die Giftliste in Ihren Lebensmitteln an. Gucken Sie sich mal die Nebenwirkungen Ihrer Arzneimittel an. Gucken Sie sich all das an, was diese Marionetten eines weltweit agierenden Lobbyismus hier treiben. Also, liebe Mitbürger, wann werden sich diese Menschen, die kritische Geister runterputzen, endlich dafür entschuldigen, dass sie das tun, was sie tun? Werden sie es versuchen? Werden sie darüber nachdenken? Werden sie darüber gar nicht nachdenken? Ist ihnen völlig scheißegal? Das, was ich im letzten Jahr schon gelernt habe, ist, das Geld in ihrem Leben steht nicht an erster Stelle, sondern das reine Herz. Das, was an erster Stelle steht, ist, dass wir uns schuldfrei fühlen an dem, was passiert. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil diesen Menschen, die in dieser Zeit versuchen, uns zu knechten, auf jede noch so perfide Art und Weise. Jawohl, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Damit ist jetzt eigentlich Schluss, denke ich, oder? Wann werden diese Menschen sich entschuldigen? Wann werden diese Menschen um Verzeihung bitten? Wann? Nicht ob.